Gibt es eine europäische Speisetafel? Heimische oder solitäre Speisen? Speisen mit Migrationshintergrund oder universeller Natur? Wie schmecken europäische Speisen? Man erinnert sich an die Umgebung, wo man was gegessen hat. Daheim bei der Großmutter, wo die Gerichte immer am besten schmecken. Bei Freunden, zuletzt im Urlaub. So hat jeder seine ganz persönliche europäische Tafel im Kopf. Es ist schier unmöglich, alle Geschmäcker Europas zu kennen. Manche sind vertrauter, andere völlig fremd. Uns auf dieses Abenteuer einzulassen, wollen wir wagen. Die Geschichte des Essens erinnert an die Geschichte der Sprachen. Auch Speisen erfahren eine ständige Veränderung. Doch haben sie ihren Charakter nicht verloren. Sie leben von der Integration und schöpfen aus dem, was gerade im Überfluss vorhanden ist oder aber aus dem Mangel kommt. Geschmäcker, die unter verschiedenen klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen entwickelt wurden, beeinflusst von geologischen, politischen und religiösen Hintergründen. Wir gingen mit der Zunge auf Reisen. Gefunden haben wir den Himmel im Mund und die Sehnsucht von Menschen. Lassen wir uns den Geschmack Europas auf der Zunge zergehen. Fragmentarisch ist alles und fragmentarisch wird es auch bleiben. Die Landschaft der Łużyca, für den, der in ihr gegangen ist, ruft vor allem in der Weite und Leere ihrer Bachtäler noch nach mehr, nach unendlich mehr, stellt Peter Handke fest und fragt, die Lausitz ein Fantasieland? Und antwortet, ja, wenn auch nicht im Sinn des Fantastischen oder Sagenhaften irgendeines schlafenden Königs. Im Süden Brandenburg, im Osten Sachsen, angrenzend an Tschechien und Polen. Flüsse, Bäche und Kanäle. Sorbische Insel, mitten im deutschsprachigen Meer. Ausgehöhlt durch Auskohlung. Schlote rauchen. Am Grunde des Oberlausitzer Meers nehmen Trotz und Ausgelassenheit nebeneinander Platz. Wie schön und nah, weit und offen. Die Vögel stimmen ein ins Konzert des Rauschens. Das letzte Blau wiegt noch nach. Einst fuhren wir ins Blaue, als die Heide ganz im Leinen stand und in jedem Dorf ein Windrad. Einst. Um den Turmholländer in Straupitz ist es heute einsam geworden. Er setzt sich in Bewegung ab Windstärke 4. Da wird's behaglich. Samen wird geschrotet über Leder- oder Geweberiemen angetriebene Räder. Leinenschrot geröstet, wie beim Kürbis, traditionell bis 60 Grad erwärmt, danach gepresst. Nussiges Aroma liegt in der Luft und goldgelb sprudelt's ins Gebinde. Durstig sind die vielen Fläschchen, Irrlichter tanzen. Reines Bioöl. Nicht erwärmt erhalten sich 58% der Omega-3-Fettsäuren. Hochwertige, konzentrierte Gesundheit füllt der Autodidakt und Quereinsteiger Gerd Balaschk ab. Wie bist du eigentlich zur Leinölproduzentin geworden? Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche. Durch meine Mutter. Meine Mutter ist 86. Ja. Und die hat gesagt, das Leinöl schmeckt nicht mehr wie früher. Das heißt was? Meine Mutter hat gesagt, früher hat das Öl besser geschmeckt. Okay. Und dann habe ich Probepressungen gemacht, bin rumgefahren zu älteren Leuten und die sollten alle probieren. Und die haben sich gefreut, dass sie probieren können. Und dann haben sie mir gesagt, das schmeckt nicht so. Und eines Tages haben sie gesagt, das schmeckt wirklich sehr gut, ausgezeichnet. Das würden wir gerne haben wollen. Und wärmst du die Samen dann auf, bevor du sie presst? Nein, die werden komplett kalt gepresst. Wichtig ist, dass alle Bestandteile der Samen erhalten bleiben. Die Vitamine, die Omega-3, die Omega-6, die Omega-9, alle wichtigen Stoffe müssen erhalten bleiben, dass wirklich ein gesundes Öl bleibt. Und was ist deine Lieblingsspeise aus der Kindheit? Quark, Leinöl. Okay. Kartoffeln. Das macht stark? Das macht stark. Und ist gesund.
Und so wird diese traditionelle Speise in der Klosterschenke in Panschwitz-Kuckau zubereitet. Topfen mit Obers und Kräutern verrühren, cremig schlagen, mit einem ordentlichen Schuss Leinöl verfeinern. Dazu Kartoffeln in Schale. Die klassische Variante waren ganz kleine, die nicht für den Kartoffelsalat oder zum Reiben genommen wurden und wo das Schälen eine Fingerübung wäre. Man hat sie meist mit der Schale gegessen und die erste Ernte war der Himmel im Gaumen. Wo einst die Wäsche auf der Bleiche lag, Schlote rauchten, Flachs verwoben wurde, ist heute Ruhe angekehrt. Ob müde Managerinnen oder Poeten, verwöhnt vom Sternekoch Oliver Heilmeier im Spa-Hotel zur Bleiche, werden sie alle. Einst wurde hier Flachs gefärbt, heute reifen Saiblinge in der Kräuterkruste. Kohlrabi mutiert zu Spaghetti und geht mit Kichererbsen, Veilchenwurzel, Galgant, Ebereschenbeeren, Jasmin und Rosenblüten ein Verhältnis ein, vergoldet durch das reine Leinöl. Die Ringelblume stibitzt dem Schlangenkönig seine Krone und schmiegt sich an den aromatisierten Fisch. Und der Schneebesen verfällt in rhythmische Ekstase. Warum macht man diese Achterbewegung? Also mit der Acht habe ich eindeutig die ganze Masse in Bewegung und schlage gleichzeitig. Wenn ich nur hin und her, ist immer ein Teil der Masse nicht in Bewegung und es dauert viel länger. Mhm. Und wie viel Training braucht man, um keinen Krampf zu kriegen? Vor allen Dingen viel Rhythmus. Der Koch braucht Musik im Blut. Das heißt, es ist eine musikalische Ader. Genau. Alle kreativen Leute haben eine musische Ader. Leinöl und Süßes, wie geht das zusammen? Ah, das geht ganz wunderbar zusammen. Man muss die Leute natürlich auch begeistern. Und Leinöl hier in der Gegend ist natürlich bekannt in der herzhaften Küche. Aber ich habe mir gedacht, ich ersetze mal das Fett einer Süßspeise, Butter, Quark, ein bisschen mit unserem guten Leinöl, das ja auch einen leicht nussigen Ton hat. Und schon kriegt man eine ganz tolle neue Spreewälder Beziehung, Quark mit Leinöl, aber das Ganze süß als Eisparfüm. Wie lang kann der Körper eigentlich vom Leinöl zehren? Ah, wir sind hier in der nördlichen Halbkugel und wir müssen lange von unserem Energiehaushalt zehren. Das heißt, so 14 Tage bis 3 Wochen nimmt der Körper das Leinöl auf und kann die essentiellen Stoffe für sich sozusagen speichern und verwerten. Und hast du bei den hiesigen Menschen, die den Ursprungsgeschmack im Mund haben, Begeisterung erweckt? Nein, nicht beim ersten Mal. Also wer natürlich langjährig das Herzhafte am Leinöl genießt, der hat es im ersten Moment mal ein bisschen schwer, das mit so modernen Sachen wie einem Quark-Leinöl-Eisparfait zu kombinieren. Aber man kriegt sie dann wieder, wenn man daran erinnert, wie war das früher bei euch in der Schulzeit, da seid ihr aufgestanden, habt ein Stück Brot genommen, habt es ins Leinöl getaucht und mit Zucker dann gegessen. Und wenn man darüber erzählt, dann macht es bei vielen Klick und aha, das ist die richtige Richtung. Und du hast jetzt eigentlich nur die Kälte noch dazugegeben und ein neues Lustgefühl noch hinzugefügt. Ja, genau. Ich habe also diese schaumige Konsistenz mit dem weichen Leinöl und wir gefrieren das und das macht einfach wahrscheinlich viel Spaß. Leinölproduktion reicht sozusagen bis in die Antike zurück. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr altes Öl, das schon sehr früh als hochwertig erkannt wurde. Und warum haben wir es nicht überall in allen Geschäften, wenn es so gesund ist? Ja, die Industrie lebt davon, dass sie etwas auf Halde produziert und abrufbar macht. Und das ist mit den besten Lebensmitteln auf der Welt einfach nicht so. Die sind dann da, wenn die Natur es vorgesehen hat. Und dann muss man sie auch zügig und ordentlich verbrauchen und kann sie nicht ewig aufheben. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Müde Füße mit Schrot und Leinöl verwöhnen, in der Wonne laben, träumen, dösen. Auch Maria bringt ihr Kind zum Bade. Heide, Bienensummen, gelber Lein? Bienenstöcke, die autochthone Carnica oder Krainerbiene aus dem slowenisch-kärntnerischen und die britische Buckfastbiene sind das Arbeitsvolk, das sich auf die Suche macht, findet gelbe Blüten, fühlt sich wohl
im Ackersenf und schleppt ein Drittel seines Gewichts an Blütenstaub und Nektar mit nach Haus. Aus Königsbrück haben sich die Großeltern von Jürgen Platz Ende der 30er Jahre hier niedergelassen. Die Imkerei begleitet sie durch Jahrzehnte. Seit über 60 Jahren fliegen Bienen bei uns auf dem Hof und als kleiner Schleppke schon mit bei den Bienen dabei gewesen und dann irgendwo das dann übernommen und die Imkerei weitergeführt. Also in der Hauptsache, mein Großvater hat angefangen über den Vater, also wir sind in dritter Generation und ich hoffe, meine Kinder, irgendjemand übernimmt es. Das ist ein großes Problem unserer Region, der Imkerei, dass viele verpasst haben, Kinder oder Enkel ranzuführen an die Imkerei und dann wieder neu zu investieren. Imker? Wohl eher ein Bienenzirkusdirektor. Kann man Bienen denn dressieren? Vor 2 Jahren war es so, wir haben im Senffeld gestanden und 3 Tage oder 4 Tage sind die auf die Senfblüten gegangen. Es riecht intensiv nach Senf, Blütenhonig. Hat man so den Geruch, kriegt man dann raus, ist bei der Linde oder bei anderen Trachtpflanzen anders. Und ab dann hatten sie einfach entschieden und sind gegenüber ins Gerstenfeld auf die Kornblume geflogen. Das sieht man dann als Imker an den Pollen in der Beobachtung. Und dann hatten wir eben einen Senfblütenhonig mit Kornblume. Schmatzt der Honig? Wer wird denn die vielen Deckel essen? Alles dreht sich, Honig wehrt sich. Unerbittlich ist die Fliehkraft. Schleudert und läuft zur Höchstform auf, bis auch sie ermüdet und am Schluss den Nektar fließen lässt. Bei mir sind schon etwas Emotionen dabei. Eine Biene ist ein Tier und man versucht als Imker auch die Biene ein bisschen zu beeinflussen und man muss sie auch ein bisschen pflegen, unterstützen, gerade bei der Geschichte Krankheiten, um das im Griff zu behalten. Also man muss schon ein bisschen Liebe zu diesem Hobby haben. Sonnenblumen halten Ausschau. Im Schatten sammeln sich Athleten. Sind wir bei einer Gänsekiel-Olympiade? Häuser ducken sich, lugen nur verschämt. Doch das lässt die Ziegen kalt. Durch den Wald streifen. Keine Pilze. Ist es ein Hohlweg? Wo führt er hin? Soll man zu verlorenen Träumen wandern oder nach Kito Lorenz Mäusehymnen singen? Das Leben ist kein Spaziergang über eine Blumenwiese. Für Kito Lorenz ist es ein Sprachinselland, kein Wasserhindernis. Es ist Wujica, Lausitz, der Grassumpf, nasser Wiesengrund im Schönsten. Ich halte mein Sieb drauf, gleich springen die Quellen hervor. Und aus diesen Quellen erblühen Pflanzen, nähert sich Sprache, auch Kultur und Landschaft. Und Gurkenfelder, die mit Wäldern um die Wette wachsen könnten. Hier hegt und pflegt Lutz Duschka mit seiner Familie die berühmte Spreewaldgurke. Bist du narrisch? Deine Stiefel sind schwer. Ich werde irgendwann einmal in die Spree kippen. Du wirst mich nicht in die Spree kippen. Dafür hast du mich doch ins Herz geschlossen. Ja. So. Wo hast du jetzt deine Gurken versteckt? Die Gurken sind hier drin. Machen wir doch mal ein Türchen auf. Ah. Da hast du sie. Komm mal. Da sind sie. Gut. Aber du machst es wirklich geübt. So als wenn du das studiert hättest. Was habe ich geübt? Das Pflücken. Ach, das braucht man nicht üben. Das haben wir als Spreewälder haben wir das in die Wiege mit reingelegt gekriegt. Ja. Das Gurkenpflücken. Das heißt, statt einem Zutz, statt einem Schnuller hast du eine Gurke bekommen. So ungefähr ist das, ja. Meine jüngste Tochter, die ist jetzt 9 Monate alt, sie hat mit 6 Monaten schon pürierte Gurken gekriegt. Ah. Und das hat sie mit einer wahren Freude gegessen. Wer sauer sein will, muss auch mal baden.
Generationen bis zur Besiedelung durch die Slawen geht die Kunst des Gurkenanbaus zurück. Um der Gurke übers Jahr ihre Knackigkeit zu bewahren, muss sie nach dem Bade angestochen werden, um den Sud beim Reifen aufzunehmen. Und so wurde die Cucumis sativus Spreewaldis Rex, die königliche Spreewaldgurke, über die Grenzen hinaus zur Legende. Holzgurken kommt auch hier. Das ist ja die Kollektivarbeit, die ist ja immer viel schöner als alleine. Ja. Außerdem ist es ein wenig ein Mittel, um die Aggression abzuarbeiten. Wenn man gegen irgendjemanden zornig ist, kann man da hineinstecken. Das ist eine Art Spreewälder Voodoo. Du hast jetzt ein Dill und Bohnenkraut drinnen. Dill und Bohnenkraut kommt das Salz dazu. Du nimmst unjodiertes Salz, oder? Ja, ich nehme ohne Jod, ohne alles. Warum? Weil das die Gurken nicht schmecken. Und Meersalz kann ich auch nicht nehmen? Nee, das ist lange Jahre Erfahrung von meinem Opa, Uropa. Okay. Und sonst schmecken die Gurken nicht. Und musst du das niederdrücken? Dann kommt der Deckel raus. Ja. Und dann kommt das Fass 3 Tage in die Sonne. Ja. Und nach 3 Tagen hole ich das dann aus die Sonne raus, stelle es kühl und am 5. Tag sind die Gurken fertig. Deswegen. Gucken wir noch mal, was wir da gebraut haben. Mhm. Es riecht sauer. Das riecht sauer. Ja. Ich habe jetzt gelernt, ich darf nicht hier anbeißen. Nein, das ist für die Touristen vorbehalten. Und da ich dich ja eingeschult habe, wie das hier lang geht, man isst immer zuerst von der Blüte. Und ich kann mich trauen. Man kann sich trauen. Also ich kann es ja vorne weg machen. Ja, bitte. Mach du jetzt, Frau Costa. Guten Hunger. Und? Hervorragend. Das ist doch der beste Beweis, wie der Spreewald schmeckt, oder? Libellen, Vogelgesang, der Schatten seiner selbst und seltene Insekten. Sonst gar nichts. 1500 Kilometer Gräben und Kanäle durchziehen wie Adern den Wald. 700 ausgebildete Spreewald-Gondolieri, von Fontane schon so genannt, befahren knapp die Hälfte. Man fährt unter einem grünen Dom in flimmerndem, flirrendem Licht, schreibt er vor 140 Jahren. Die wenigsten Fährmänner leben vom Kanal. Unser wendisch-niedersorbischer Kapitän Frank hilft Hagen Konrad, seinem Cousin. Sie bieten die Spreemeditation an. Mit diesem kleinen Boot, mit dem wir unterwegs sind, haben wir auch die Möglichkeit, in die Seitenarme zu kommen, wo ja die großen Boote nicht hinkommen. Ist das eigentlich die ursprüngliche Spree, wie es die Menschen früher einmal erlebt haben? Ich denke ja, denn der Spreewald besteht ja zu großen Teilen aus ganz vielen kleinen Flussarmen, wo sich gar nicht 2 Kähne begegnen können. Also das heißt, es ist manchmal nur 1 Meter breit oder 1,20 Meter breit. Und das sind schon die typischen Wasserwege gewesen, auf denen die Bauern ihre Wiesen erreicht haben und ihre Felder. Aber das Boot ist eigentlich lebensnotwendig, weil es ja noch immer Gegenden gibt und Inseln gibt, wo man mit dem Auto nicht hinkommt oder wo man auch zu Fuß nicht hinkommt, weil es keine Brücken gibt, oder? Das ist richtig. Also es gibt so vereinzelt noch Orte, die man nur mit dem Kahn erreichen kann. Und ich finde, das ist auch gut so. Da bleibt so ein bisschen Spreewaldromantik erhalten. Wir haben zum Beispiel einen Ort in Lede, da wird die Post mit dem Kahn zugestellt, weil es einfach viel schneller geht, als wenn die Postfrau dann über lange Landwege und Brücken die einzelnen Grundstücke erreichen müsste. Dunkel wird's, Schauer kommen. Es gießt wie aus Kübeln. Angst bedrückt die Seele. Irrlichtert's gleich? Wo steckt der Schlangenkönig? Schlangenkönige, Drachen. Irgendwie fühle ich mich an zu Hause erinnert. Wir haben auch einen Lindwurm. Aber was machen hier in diesen Gewässern Schlangenkönige und Drachen? Was machen hier Schlangenkönige und Drachen? Na, die gehören zu unserer wendischen Mythologie dazu. Das sind unsere Sagenfiguren. Und die sind also zahlreich vertreten. Da gibt es also den Schlangenkönig und die Schlangenkönigin, die bei einem jeden Spreewaldhaus den Giebel zieren, weil dieser Schlangenkönig und die Schlangenkönigin, die auf Wendisch Gospoda und Gospoda heißen, dem Hause Schutz gewähren. Und die Mystik dieser Gegend kommt von den eng verzweigten
Spreewegen, Flüssen, Armen, die ja großteils aus der Eiszeit eigentlich herstammen. Aus der Eiszeit im Wesentlichen entstanden. Und die Mystik kommt natürlich, wenn man so ein Naturschauspiel hier erlebt mit den vielen Flüssen und den vielen Bäumen und umgestürzte Bäume nach Sturm und so weiter. Da hat man sehr schöne Bilder. Und es hat natürlich die Fantasie der Menschen angeregt. Und wir haben dann auch solche Sagenfiguren wie zum Beispiel das Irrlicht. Blut heißt er, der führt also die Menschen sozusagen gegen Geld aus dem Sumpf heraus, wenn sie sich verirrt haben. Und da gab es schon auch ganz interessante Beobachtungen, dass zum Beispiel eine verfaulte Weide, da sind so bestimmte Phosphorstoffe drin und die fängt auf einmal an, beim Fäulnisprozess zu leuchten. Nicht? Und da haben die Menschen sicherlich gedacht, naja, das war ein Irrlicht. Nicht? Ja, aber damit müssen ja auch Ängste verbunden gewesen sein, oder? Ja, selbstverständlich. Nicht? Also wenn man so einer... Wenn man so der Natur ausgeliefert ist und wenn man stets und ständig mit Hochwassern leben muss, haben die Menschen natürlich Respekt gehabt vor der Natur. Auf der Suche nach dem Schlangenkönigspaar, um sie vor Nässe zu bewahren? Haha, wer ist der wahre König? Sprich. Jedenfalls, der Schlangenkönig hat uns unter seine Schirmherrschaft genommen. Zaubersang strömt, entsiegelt. Sorge nicht, alles wird gut, schreibt Juri Tschaischka, der avantgardistische Dichter, 1937, bevor man dann die sorbische Kultur ganz auslöschen wollte. Seit 1400 Jahren sind die Ober-, Schleifer- und Niedersorben eine immer kleiner werdende slawische Insel im Meer der deutschen Sprache. Sie tragen die Zukunft in sich, haben sie doch ohne nationales Staatsterritorium überlebt. Das haben sie mit vielen der 400 Sprachen in Europa gemein. Jakub Bart Tschischinski schrieb schon im 19. Jahrhundert, sein immer weniger, doch niemals werden, nichts. Wie recht er hat, denn nach neuesten Untersuchungen sind 25% der Deutschen slawischer Abstammung. Hier ist noch keiner vor Hunger gestorben. Sie sind alle eher nach Hause gegangen, sagt Volkmar Scholze, der mit seiner Mutter Maria die legendäre Hochzeitssuppe kocht. Ein Fond aus Huhn und Rind, dazu Eierstich, Nudeln, Leberknödel aus Hühner- und Kaninchenleber. Wenn das Brautpaar die Suppe gleichzeitig leer löffelt, ist das die Garantie, dass keiner den anderen überleben wird. Gereicht wird sie ja in allererster Linie sowieso zu Hochzeiten, wie wir schon bemerkt haben. Auf der anderen Seite zu Ostern, zu Weihnachten. Ohne eine zünftige Hochzeitssuppe geht nichts. Ich habe die Mutti so viel kritisiert, dass immer etwas fehlt, dass sie dann irgendwann mal gesagt hat, dann mach's doch. Ja. So, soll ich dir helfen oder geht's? Okay. Gut. Ich koche schon so lange, wie ich denken kann, musste ich kochen. Und jetzt habe ich bald satt, da denke ich mir, man merken die Jungen machen. Ich muss aufpassen, dass die Mama das richtig macht. Das ist eine wichtige Sache. Sie darf auch nicht Falsches sagen, das ist klar. Ich könnte es mir ja noch überlegen und helfe nicht mehr. Puff. Mach mal einen Deckel. Ja, mache ich. Ich würde ja gern der Chef sein, aber sie lässt mich ja nicht. Ja. Mach mal nicht mehr, Mama. Ich denke, das wirst, wir werden sehen. Gib her. Ich will das langsam hier durchgeben, durch Sieb. Aber nicht alles, ne? Das Schöne am Zusammenkochen, für mich persönlich, ist es das, was ich die ganze Woche nicht habe. Die ganze Woche im Geschäft, die ganze Woche arbeiten und das Wochenende sieht man die Mutti, da kann man sich mal in Ruhe unterhalten. Man tut alles aufarbeiten. Das ist eigentlich das Schöne. Musik und Ausgelassenheit, Segen und Freude, Lachen und Sitzen, Essen.
Bald wird die letzte Wäsche abgenommen. Hochzeit wird hier keine mehr gehalten. Diese sprachliche und kulturelle Insel droht zu sinken. Dieses Dorf wird es nämlich bald nicht mehr geben. Getilgt von der Landkarte und aus der Erinnerung. Platz machen muss das Dorf. Der Braunkohle. Ein sorbisches Sprichwort sagt, Gott hat die Lausitz geschaffen, aber der Teufel die Kohle darunter. Kohle spaltet Boden, spaltet Menschen. Arbeitsplätze kontra Kultur? Nein, denn beiden nimmt man die Zukunft. Was bleibt, ist Folklore, sagt Juri Koch, Autor und Journalist. Und schon während der DDR-Jahre Gegner der Zerstörung der Heimat. In den letzten 80 Jahren sind 123 Dörfer und Weiler ja abgegraben worden und damit auch umgesiedelt worden. Wenn dieser Trend weitergeht, was passiert da? Weiß ich nicht. Wenn es in Sachsen oder Brandenburg, sagen wir mal, wegen ökonomischen Zwängen in ein paar Jahrzehnten keine Sorben mehr gibt, dann ist nicht nur Brandenburg oder Sachsen ärmer, dann ist nicht nur Deutschland ärmer, dann ist Europa ärmer, dann ist wieder gewissermaßen eine Sprache ausgestorben. Ich kann mich da nur auf meinen Optimismus berufen und auf die geschichtliche Erfahrung, dass es uns nach so vielen Jahrhunderten immer noch gibt. Mit jeder Schaufel Kohle wird die Sprache weiter abgegraben. Sie frisst die Worte und die Dörfer, zerstreut die Menschen in alle Himmelsrichtungen. Soziale Gefüge zerbröckeln in seelenlosen Siedlungen, die sie erst wieder in Jahrzehnten erstreiten werden, wenn Konflikte und Schicksale ihre Seelen zeichnen. Die Schlote des Braunkohlekraftwerks rauchen in der Ferne. Wahrscheinlich aber ist es so, dass es den Sorben, den wenigen kleinen Völkchen, gelungen ist, eine Schriftsprache im 18., 19. Jahrhundert zu entwickeln. Das heißt, auf dieser Grundlage der Schriftsprache konnten Publikationen erscheinen. Eigene Rundfunksendungen, ein professionelles Theater, Zeitungen, Schulunterricht wurde eingeführt. Und wir haben dann, als die neuen Medien entstanden sind, zum Beispiel das Fernsehen, sofort uns darum bemüht, dass wir auch eigene Fernsehsendungen bekommen. Mhm. Das heißt also, es gibt Dinge, die dem natürlichen Prozess der Assimilierung entgegenwirken. Mhm. Singen, sagen Forscher, macht Menschen glücklicher, auch widerstandsfähiger. Hört man die Lausitzer, wie sie über ihr Land, die Freude und das Feiern singen, fühlt man sich ganz und gar mitgenommen. Wir nehmen den Hut und sagen Bozhemje oder Nasasse Vizhenje, wie man hier auf Wiederschauen sagt. Und Dichter Kito Lorenz ruft uns nach. Ach, schweigen können wir nicht. Grell im Licht, wir rasen über die Brücke. Zurück gegen den Zugwind blicken wir furchtlos. Störche, unbeirrbar bringen sie Leben. Das weiter rinnt, immer weiter. Lichtblicke hervorbringt. Und wiegende Ähren geleiten durchs Leben. Als würde sich die Sonne in ihren letzten Minuten vor dem Untergehen entscheiden, durch ihr Scheinen den Landstrich einmal selbst leuchten zu lassen. Yeah.